Hallo, mein Name ist Felix Hartelt und ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter im Historischen Archiv Krupp. Das Archiv wurde 1905 gegründet und ist das älteste deutsche Wirtschaftsarchiv. Heute befindet es sich im Eigentum der Alfred Krupp von Bohlen und Halbach Stiftung. Seine Bestände stammen aus der Geschichte des Krupp-Konzerns, der 1811 gegründet wurde, sowie von der Familie Krupp. Das Archiv verwahrt Akten, Geschäftsbücher und Pläne, aber auch Ton- und Filmträger und museale Objekte. Die Bestände haben aneinandergereiht eine Länge von rund 10 Kilometern. In diesem Datensatz werden ausgewählte Briefe und Niederschriften von Alfred Krupp von 1826 bis zu seinem Tod 1887 bereitgestellt. Die Daten geben einen Einblick in die wichtigsten Ereignisse aus seinem Leben sowie die Entwicklung der Fabrik und werden durch ein alphabetisch geordnetes Namensregister ergänzt. Der historische Schriftwechsel soll einen Querschnitt aus Alfreds ereignisreichen Leben für jeden zugänglich machen. Erste Ideen für die Umsetzung wären zum Beispiel ein Chat- oder Zitatbot oder eine digitale Reise durch das Leben von Alfred Krupp.